Bracket-Finale. 3D Max hat Train gebannt, Big hat Nuke gebannt, 3D Max hat Inferno gepickt, also das ist jetzt der Pick von 3D Max. Big hat das 2 gepickt, 3D Max hat Overpass gebannt, Big hat Mirage gebannt und Cash bleibt übrig. Also Big hat damit die Seitenauswahl auf Inferno. Dann sind wir gespannt, auf welcher Seite sie starten werden. Das wird höchstwahrscheinlich einfach die CT-Seite sein. Damit sind wir bereit und es geht los. Der Big Clan trifft auf 3D Max. Die haben wir gestern Fuminant G2 aus dem Upper Bracket rausgekickt. Mit einem sehr lustigen Tweet. Erst habt ihr unseren Coach genommen, dann habt ihr unsere beiden Spieler geklaut und dann habt ihr noch gegen uns verloren. Nein, und dann war der Beef vor Programmiert. Nee, eigentlich war es ganz lustig. So, auf jeden Fall geht's los. Flashbang bei Tizian dabei, plus das Devkit. Und da versucht man auch direkt hier ein bisschen aggressiver Richtung Banane zu arbeiten. Wie wir es eben auch schon bei den Hellraisers gesehen haben, nur mit zwei Flashbangs, versucht Big den Raum hier einzunehmen. So, der Tower steht bereit. Auf Seiten von 3D Max hat man natürlich auch ein bisschen Rotation im Lineup gehabt. Man hat jetzt noch Jinx dazu bekommen und David P. aus Belgien. Und David P. sollte dem einen oder anderen was sagen. Der hatte schon mal bei Penta gespielt. So, der Tower geht einigermaßen auf. Zumindest kriegt man hier ein wenig die Kontrolle über die Banane. Aber Santaris ist da. Also, da gibt es gut Kebab aus der Pistole. Da sprüht ja förmlich der Döner-Teller. Lecker, lecker. So, muss Santaris nur fragen, ob es noch Joghurtsoße gibt oder scharf oder Kräuter. Und das war auf jeden Fall scharfe Soße, weil da ist die Bombe gedroppt. Und damit ist Haji komplett alleine. Zack, und dann passt Scorpio auf. Also, erste Runde geht an den Big Clan. Sauber die Banane gehalten. Und damit Santaris hier, der Mann der Stunde. Und damit kann sich Big hier das 1:0 gönnen. Dreimal SMG dabei. Gop B ist mein Mann. Nämlich mit der XM. Der wird wahrscheinlich einfach das Haus halten. Also da hat man ordentlich Utility bei Big eingepackt. Die wurde am Ende auch belohnt. So, und für 3D Max geht es mit dem Force-Buy über die falsche Mitte. So, baut sich hier auf. Granaten hat man ordentlich dabei. Big kann zumindest erstmal die Kontrolle über die Banane bekommen. In der Mitte kommt eine gute Nate reingeflogen. So, jetzt versucht man hier durchzupushen. Das ist sehr, sehr einzeln. Aber trotzdem kann man Big hier zurückdrängen. Die MP9 steht immer noch bei Tapsen bereit. Und man versucht sogar noch, den Druck übers Haus zu hören. Da kann Devil durchbrechen. Aber trotzdem wartet aber noch Gop B mit der XM. So läuft das. Der hat aufgepasst in der Jitgu XM-Schule. Trotzdem die Rotation schnell Richtung B eingeleitet, versucht da irgendwie durchzubrechen. Aber da steht Tapsen bereit. Und damit ist nur die Bombe bei Magazin. Im 3 gegen 1. So, Deagle in seinen Händen. Ersten gesehen, mit dem zweiten wird er wahrscheinlich nicht auf kurze Distanz rechnen und schießt ihm Gop B da einfach in den Hinterkopf rein. 2:0. Für die deutsche Organisation und damit geht es für 3D Max erstmal vielleicht noch ein bisschen in der P250-Runde, aber ansonsten wird hier gespart. Vielleicht nochmal die Bombe legen, wäre doch ganz toll. Aber ansonsten wird 3D Max in der Runde hier nichts mehr investieren. Also, der Big Clan kann dadurch höchstwahrscheinlich erstmal mit 3:0 in Führung gehen. So, man kann Santaris vielleicht gestern nochmal hervorheben. Der hat wirklich absolut umgedrückt. Also wirklich über die Bank hinweg gegen die Hellraisers wirklich eine sehr gute Leistung gespielt. Wenn ich mich nicht irre, hatte der gestern irgendwie eine ADR von durchschnittlich irgendwie 80 oder so. Also das sah auf jeden Fall gar nicht schlecht aus gegen die Hellraisers. Da bin ich mal sehr gespannt. Santaris hat sich auf jeden Fall wunderbar eingelebt in diesem Team. Natürlich ist es eine Maschine. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Und ich denke, Big hat sich schon in ihrem frühen Spielgeschehen mit Santaris, weil er ist ja jetzt noch nicht so lange da, haben sie wahrscheinlich überlegt, wie sie Santaris am besten einarbeiten können. Und das ist ihnen bisher ganz gut gelungen.
Dantares spielt sehr viele Positionen, die er auch bei den Space Soldiers gespielt hat. Zum Beispiel haben wir das auf Cash gesehen. Auch auf Train. Wo er immer mal wieder die Positionen halt, die er auch, die ihm auch bekannt sind, übernehmen darf. Vielleicht auch ein bisschen das Wohlheitsgefühl zu übertragen, ne? Weil Positionen, wo man sich wohlfühlt und die man schon immer gespielt hat, performt man natürlich auch ein bisschen besser. Und da gibt es zum Tapsen auch nochmal ins Gesicht. Also 3D Max erstmal mit einem 3:0 im Rückstand. Jetzt geht es aber um die Wurst. Jetzt gibt es die ersten Rifles. Und Frank Reusch wird im Zugzwang sein. Also, gebt nochmal ein bisschen Gas im Chat, feuert den Bickler nochmal an. Vielleicht haben wir auch ein paar Franzosen da, die sich über 3D Max freuen, weil sie G2 so ein bisschen auf die Füße getreten sind. Aber natürlich ist das ja ein deutscher Stream, deshalb wahrscheinlich sehr viele Big-Fans da. Und Big wird über die Mitte angespielt. Also man ist sehr, sehr aggressiv in der Banane gewesen, schiebt erstmal mit 4 Leuten mega, mega offensiv das Spiel Richtung B. Und damit hat man nur einen Richtung Side stehen. Das kostet jetzt sehr viel Zeit. Big steht sogar schon bereit, hier direkt in den Rücken zu fallen. Mal schauen, ob das klappt. Nex schummelt sich hier irgendwie durch. Das ist ja perfekt gelaufen dafür, Nex. 2 Leute nimmt er raus. Damit die 3-gegen-3-Situation ist die Bombe noch. Tapsen an der AWP. Bombe smoked man ein, um überhaupt ranzukommen. Das kostet alles Zeit. Jetzt ist wichtig, was Tizian da machen kann. David P. hat da das bessere Timing. Damit ein kleiner Nachteil für den Big-Clan. Und Tapsen wartet auf seine Möglichkeit, dass sich der Spieler im Pit zeigt. Pustekuchen, da ist aber erstmal keiner an der Position. TP findet direkt den nächsten. Damit kann Tapsen noch safen gehen. Also. Big am Anfang. Sich ein bisschen verzettelt mit der Banane. 3D Max mit einem schnellen Push über die Mitte. Natürlich mit einem gewissen Vorteil. Am Ende reicht es nicht ganz, was Nächster angerichtet hat. Dann hat man natürlich noch das Equipment da, um die Bombe rauszusmoken. Und damit kann sich 3D Max auch dank David P. die Runde hier sichern. So, jetzt gibt es erstmal wieder eine Pause. Vielleicht sogar eine taktische. Wer weiß. So, Geld ist auf jeden Fall da. Nex hat da ja mit der MP9 ordentlich gefarmt. Tapsen könnte dadurch auch eine AWP bekommen. Die Frage ist, was will man jetzt mit diesem Geld anstellen? Big hat gestern gezeigt, dass man nicht mit allen Mitteln reinforst, sondern eher einen leichten Buy macht. Das heißt, circa auf 2.500, 3.000 runterkauft, dafür dann aber Granaten dabei hat in der nächsten Runde und einen Fullbuy macht. Man könnte auch das gleiche wie gestern versuchen, da hatte man genug Geld, um eine AWP sich zu kaufen. Dann gibt man die Tapsen in die Hand und kauft ein paar Pistolen außenrum. Dann macht man so einen Halfbuy und unterstützt dadurch die AWP. Das hat zum Beispiel gestern gegen die Hellraisers wunderbar funktioniert. Das wäre auch eine Möglichkeit und ich sehe gerade, der eine ist disconnected. Das heißt, da gibt es auch wieder Internetprobleme. Das gibt es heute nicht. Was ist denn heute hier los, Mann? Also, haben wir noch ein bisschen Zeit? Nochmal das Match hier gerestartet. So, und damit sind wir wieder bereit. Hoffentlich. Schauen wir mal. So, also wie gesagt, Big hat da einige Möglichkeiten. Stimmt das Geld jetzt? Achso, nee, warte, was ist denn mit dem Geld? Hat die Nex eben nicht mehr Geld? Ah, okay. Es wird nochmal gerestartet. Also, da muss die Runde nochmal resettet werden. War gerade komplett verwirrt. Nex hat doch irgendwie 9000. Na, wo ist das Geld? Nee.
Ah, hier. Mitch is no life. Aber irgendwas stimmt immer noch nicht mit dem Geld. Da scheint es wohl gerade Probleme zu geben. Wo ist das Geld von Nex hin? Sind da etwa die Franzosen rübergekommen und haben sich einfach was vom Geldsack genommen? Das ist ja eine absolute Frechheit. Oder war der Chat dran schuld? Wer hat denn Nex das Geld geklaut? Jungs, seid ehrlich. Wer wollte sich einen neuen PC kaufen? So, mal gucken. Es wird nochmal gerestartet. Gucken wir jetzt mal aufs Geld, wie es aussieht. Das sieht doch gut aus. Also, die Bank zahlt immer zurück, wenn dein Geld digital geklaut wird. So, und da sehen wir es. Also, Tapsen bekommt die AWP. Was ein Zufall. Die wird von Next gekauft. Bei dem Geld kann er sich das auf jeden Fall gönnen. Und es gibt den Force Buy. Also, man wird hier alles in die Hand nehmen, was zur Verfügung steht. So, das heißt natürlich auch ein paar wenige Granaten. Nachvollziehbar ist es auf jeden Fall. Wenn wir auf das Geld gucken von 3D Max, ist da nicht viel da. Und damit kann sich Big natürlich auch direkt, ja, erarbeiten, dass man hier 3D Max wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Also, die Chance für Big ist da, das 4:1 zu holen. Das Risiko aber auch gegeben, dass man ins 3:2 geht und damit auch kein Geld hat. Das wird jetzt an dieser Runde liegen. Also, wir sind wieder da. Big mit der nächsten Runde. Natürlich ein bisschen eingedämmt im Equipment, aber dafür gut mit Waffen ausgestattet. Gott B bleibt auf der MP7. Hat aber dafür gut Granaten dabei. Die Flashbang kommt rein. Santaris versucht da sein Glück und der muss nochmal rauskommen. Wird hier einfach von Devil umgesprayt. Damit Tietz dann alleine auf sich gestellt. An der Rifle. So, der Molotov brennt gut durch. Also, da gibt es einmal Jinx Knusprig. Nochmal eine Flashbang und er holt mega viel Zeit raus. Mega viel Zeit und er kriegt nochmal den nächsten Kill. Also, das läuft ja bei Tizian wie am Schnürchen. Kann auf die Pistole wechseln und kann den nächsten holen. Tizian hält hier am Alleingang. Den kompletten B-Spot sauber. Und das stand auf Messers Schneide. Tizian, kann er jetzt das Ace holen und er holt das Ace. Tizian, ein Bollwerk auf dem B-Spot. War das stark von Tizian gespielt und scheiße von 3D Max. Also wirklich, da muss man sagen, 3D Max, die wussten gerade nicht, wo hinten und vorne ist. Eieieiei. Also, da haben die Franzosen die weiße Flagge gehisst, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Damit das 4:1. Natürlich gut jetzt für Big, da den Umschwung zu schaffen. 3D Max geht nochmal in den Force Buy. So, und Big natürlich immer ein Team, was sehr gut mit Granaten arbeiten kann. Und das machen sie auch hier mit Bravour. Damit die Banane eingenommen. Tizian wird auf sehr, sehr nahe Distanz abgestellt. So, Magazin nur noch mit 17 HP. Durch der Force Buy jetzt nicht ideal. Da muss man dann schon gut mit den Granaten arbeiten. Möchte übers Haus rauskommen. So, kann man das ausnutzen. Doppelgranate in den Pit rein. So, traut sich aber erstmal nicht weiter vorzugehen, die Mitte mit einzubeziehen. Smoke kommt rein. Wie weit kann man hier explodieren? Da steht Big mit 4 Leuten bereit. So, Smoke fällt runter. Dafür liegt sie doch einigermaßen noch gut. So, Flashbang kommt rein. Zieht man rum? Man möchte jetzt bei 3D Max das Tempo anziehen. So, smoked sich ab, nimmt erstmal den Pit ein, um da zumindest eine Option weniger zu haben. Sind noch 10 Sekunden. Das heißt, Big muss nur versuchen, den Plant hier aufzuhalten. Und das gelingt ihm mit Bravour. Was ein Backup von Tapsen. So, und da versucht man hier nochmal irgendwie das Knife anzusetzen. Und am Ende kann man nicht mal die Bombe planten. Und 3D Max kommt hier keinen Zentimeter weiter. Also Big steht bereit
für alle Aktionen, die 3D Max geplant hat. Eigentlich schön gedacht von 3D Max. Erstmal eine Smokewand zu werfen, dann Richtung Pit zu gehen, dann die Bombe zu legen, aber dann ist der Zeit die Zeit der größte Feind, den sie haben. Und natürlich Tapsen an der AWP. Also 5:1 für Big fängt es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut an. So, und 3D Max, die müssen immer noch in die Partie reinfinden. Die müssen immer noch irgendwas in diese Partie finden. Und das sind Runden. Das Ding ist halt, diese Runde eben, diese gegen Tizian da absolut einfach nur in den Dreck geworfen haben, die wird mich schon derbe runterziehen. Also das war wirklich nicht gut gespielt. Klar, Tizian hält das Ganze sauber gegen, aber trotzdem, da hätte 3D Max viel mehr draus machen können. Da hätte Tizian easy fallen müssen. So, sehr schöne Flashbang. Also das Timing perfekt und dann ist es Scorp B, der einfach nur in der Mitte aufräumt. Da farmt er nochmal ordentlich Geld zusammen. Also, wie würde Scorp B jetzt sagen, der Seelenread ist da 6:1. So, also 3D Max wieder mit Geld, aber auch nur auf Sparflamme. Da fehlen eindeutig Granaten. Schöner Molotow. Jinx ist bekannt. Überraschung gelingt hier nicht. Scorp B schlägt wieder zu mit der MP7. Und was der an Geld zusammenfarmen kann. Scorp B jetzt schon auf 7.950. Soll übers Haus rausgehen. Zu einzeln gespielt von Hachi. Dann versucht man es jetzt nochmal in die Mitte. Scheitert da auch an Tapsen. Also was macht hier 3D Max? Big bekommt hier gerade eine sehr leichte Partie. Bisschen chaotisch, was die Franzosen da spielen. Tja, und damit die Runde, so schnell wie sie angefangen hat, ist sie auch wieder vorbei. Damit ist nur Devil in der Banane. Bombe hat man auch vergessen. Die liegt noch in der Mitte rum. 43 Sekunden. Devil sucht nochmal die Eröffnung. Sonne warten Santaris. Und Tapsen. Das war's. Tizian, pardon. Damit die Runde vorbei. Das Brasil ist real, meine Freunde. Also, egal wann, egal wo, Brasil macht die Deutschen froh. Ole. Also für Big baut sie jetzt natürlich auch langsam ein immenses Geldpolster auf. 3D Max ist ja aber auch ordentlich am Reinfeeden. Und die kaufen wieder runter. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, Loser-Bonus ist da. Ein bisschen was auf die Seite legen. Sie müssen halt eine Möglichkeit finden, in diese Partie reinzukommen. Und das ist ihnen bisher noch nicht gelungen. So, Nex. Warum geht die Karte jetzt auf? Hallo? So, da ist Nex. Also, der Autodirector war hier gerade on point, hat selbst die Karte aufgemacht, auch noch nie gesehen. So, und jetzt wird hier einfach durchgesprayt. Und am Ende kann man die Runde entscheiden. 3 Leute durchgebracht, ob er jetzt 2 verliert oder 1, das ist bei Big absolut egal. Man hat so viel Geld auf dem Konto. Und damit kann man auch diesen Force-Buy erstmal stoppen. Was hat 3D Max jetzt vor? Jetzt gibt es hier nochmal eine Pause. So, die Frage ist jetzt, will man kaufen? Geld hat man auf jeden Fall genug. Ja, der Forceball ging auf jeden Fall übelst in die Hose. So, und damit mal gucken, was sie hier aus der taktischen Pause rausholen. So, trotzdem, es fehlt auf jeden Fall wieder die eine oder andere Granate. So, Magazin hat da gar nichts außer einer AK und einem Helm. Yes, sehr schön. Also, mein Co-Kommentator hat sich auch mal geäußert. So, und es geht etwas zügiger wieder Richtung Banane. So,
gibt es den ersten Kill für Santares. Super confident nach unten gegangen. Und das ist wieder sehr einzeln ausgespielt. Da gibt es keinen Backup für den Spieler, der in der Banane steht. Der Molotow natürlich auch super gewählt, dass da keiner nachziehen kann. Santares holt den zweiten. Also es wirkt hier gerade für Big nach einem sehr leichten Spiel. Zumindest die Antwort im Haus kann man nochmal setzen. Aber da ist auch direkt die Rotation von Big am Start. Next übernimmt das Ganze Richtung lang. Smoked sich nochmal die Mitte, übertreibt sich und Gott B kümmert sich um den Spot. So, hat den Spieler da gehört. Versucht ihn mit einem kleinen Spray anzusetzen. Tizian sehr confident auch in der Banane unterwegs. Aber so, dass es Big dann auch nicht übertreibt. Klar, Tizian geht jetzt nochmal nach vorne. Versucht da ein bisschen mehr Informationen zu holen. Aber trotzdem übertreibt man es nicht. So, Santas zieht auch zwischenzeitlich wieder rüber. So, und jetzt kann Tizian eine super Information bekommen. Der will sogar den Off-Engel hier ausspielen. Mit etwas Glück kann er hier reinziehen, aber kein Kill machen. Damit liegt es jetzt an Santares. Molotow hat er auf jeden Fall noch in den Händen. Geht aber auf die Waffe. Jetzt schmeißt er den Molotow raus. Das kostet sogar nochmal Zeit. Versucht man da durchzupushen und man versucht einfach durchzupushen. Da ist eine ganz, ganz kleine Gap. Jetzt liegt es an Santares, erstmal den Spot hier freizuhalten, sein Team so weit nach vorne zu schießen, dass man hier vielleicht noch Zeit rausholt, dass die Rotation ankommt. Am Ende reicht es nicht ganz. Die Bombe kann gelegt werden. Trotzdem im HP-Vorteil ist man. Man hat aber keine Granaten mehr. So, das heißt, für 3D Max ist es möglich, die Runde zu holen. Gott B kommt über die Banane. Nix über CT. So, wir sehen, sie stehen im Kreuzfeuer bereit. Einer am Brunnen, beziehungsweise beim zweiten Obst. Und der eine Richtung Coffins. So, erstes Duell wird eingegangen. Wird natürlich jetzt auch gesucht. Marcus kann ein gutes Backup geben. Zack, schöner Kill von Hachi. Also, instant reingedreht. Und das 8:2 hier rausgeholt. Also, Big schafft es hier, den Afterplant nicht zu überwinden. Und damit kann sich 3D Max eine zweite Runde holen. Für Big jetzt nicht so wirklich problematisch. Man hat mehr als genug Geld. Damit ist nämlich die Situation gegeben, ne, dass man natürlich auch das Geld wieder resetten kann von 3D Max. Dafür muss aber die Runde kommen. So, wieder confident soll es Richtung Banane gehen. Diesmal aber auch bei 3D Max mal ein bisschen Equipment da, was man runterschmeißen kann. So, aber Magazin passt hier auf. Also 3D Max stabilisiert sich langsam und möchte jetzt auch endlich mal ein bisschen in der Partie mitspielen. So, Molotow kommt nochmal rein. Tapsen ist schon rüber rotiert. Kommt sogar nochmal Richtung Ruine. Damit den Raum eingenommen. Bekommt die Steps mit. Möchte hier auch aufpassen, dass jetzt bloß keiner an den Baum sich positioniert. Und vielleicht sogar will man hier safen. Und das sollte man auch tun. Beiden Spieler in der Banane bekommen hier keine Follow-up-Kills, kein Refrag. Und somit ist die Runde eigentlich gelaufen. So, da kommt Tapsen nämlich nochmal raus. Und die beiden Spieler waren sowieso dafür nicht mehr in der Lage, nochmal den Retake hier einzuleiten. Da hat man sich direkt im Pit verkrümmelt. Tja, damit geht es für 3D Max eine dritte Runde. Also, das Tempospiel Richtung Banane wird am Ende hier belohnt. Damit ist es das 3:8. Also 3D Max geht auch nochmal ein bisschen auf die Jagd, aber am Ende wird man hier froh sein, wenn man selbst das Geldpolster mal ein bisschen auffüllen kann. Big hat immer noch genug Geld, also auch durch die drei durchgebrachten Waffen wird man das hier gut aufteilen können. So, und damit heißt es wieder für 3D Max eine schnelle Offensive Richtung Banane. So, zieht sich jetzt erstmal zurück. Also hat da kurz abgewartet, dass sie da nicht in den Molotow reinrennen, der gerne mal nach vorne geschmissen wird. Und man nutzt direkt die Initiative, nachdem da keine Aktion von Big kommt, dass man versucht, gegen zu boosten. So, Big hat sich für das Setup entschieden Richtung Side. Zwei Leute Richtung Obst. So, erste Nate, zweite Nate. Jo, wird einmal kurz gedodged.
Das Ziel scheint bei 3D Max wohl erstmal wieder die Banane zu sein. So, da gucken wir mal, Molotow für die Veranda geflogen. Flashbang in die Mitte. David P. Der Belgier soll hochgeschickt werden mit Prefire. Ne, der Molotow hat er verschmissen. War nicht so schön. Der hätte ein Stück weiter drüben landen sollen. Ich glaube, der wollte die AWP zurückdrängen. Da hat auf jeden Fall keiner gestanden. Trotzdem geht man jetzt ohne Informationen wohl auf den B-Spot. Aber auch bei Big hat man genau das gleiche Problem. Was sagen die Granaten? Tizian ist gut ausgestattet. Kann nochmal smoken. Muss aber aufpassen, dass er jetzt nicht rausgenommen wird. Flashbang kommt rein. Santaris wird nochmal nach vorne geschickt. Aber Devil passt auf. Tapsen. Aber immer noch in der Mitte unterwegs. Das sollte nur der Fake sein. Tapsen passt immer noch auf. Tapsen mit einem zweiten hinterher. Wechselt nochmal die Position. Tapsen mit dem dritten und er hat immer noch Gott B. oben auf dem Balkon stehen. Die Bombe ist gedroppt. Die Zeit läuft gegen 3D Max. Und die müssen hier das Kreuz voll überwinden. Gott B. ist da. Der Engel oben auf dem Balkon, dass Tapsen sich nochmal neu positionieren kann. Und hier mit dem sauberen 4K in der AWP arbeitet. Zum 9:3 für den Big Clan. So, damit kommt für 3D Max natürlich auch wieder der Reset gefährlich nah. So, die müssen wieder komplett runterkaufen. Und das ist ein absolutes Worst-Case-Szenario, was 3D Max hier erreichen könnte. Big auf gutem Weg in die Double Digits. Und das, was sie auch verändert haben bei Big, war, dass sie selber in den Manu-Reset kommen. Also absolute Schlüsselrunde, die 3D Max auch schon ein bisschen auf der T-Seite das Knick brechen könnte. So, trotzdem. Bei Big übertreibt man es jetzt nicht mehr Richtung Banane. Man gibt 3D Max jetzt auch ein bisschen Raum zum Arbeiten. Dafür eher den Fokus auf die Mitte gelegt mit Nex und mit Gob B. Also da auch eine ganz, ganz kleine Umstellung. Tapsen mit der AWP diesmal im Haus. Verschießt ja aber. Kommt trotzdem nochmal raus. Schaut Richtung Boiler. Damit das Haus erstmal ohne weitere Kontrolle. Santaris geht aber noch nach vorne. Sehr, sehr schön gemacht. Big versucht nachträglich nochmal die Banane einzunehmen und findet da sogar den Spieler und kriegt die Information. Übertreibt es aber hier auch in dem Moment wieder nicht, sondern freut sich einfach über den Vorteil. Und den erweitert Gob B um einen weiteren Spieler. Damit die 3 gegen 5 Situation. 3D Max rennt hier wieder gegen eine Wand. Das Richtung Mitte und Richtung B. So, nochmal von die Flash, die Smoke und damit geht's raus. Also, man versucht die Information zu holen. Hachi ist erstmal mit einer Flashbang hier komplett eingedämmt. Smoke soll reinkommen und damit geht es über kurz gegebenenfalls. Wird aber auch schon dicht gemacht von Big. Also, da haben sie die Position komplett zu. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Ah, Devil. David P. schlägt nochmal zu. Tapsen kann aber direkt Hachi holen und dann läuft die Zeit gegen David P. Klar, der gewinnt nochmal das Duell in der Mitte, aber das ist dann doch ein bisschen zu viel für ihn, in den letzten 10 Sekunden nochmal den Spot anzuspielen. Also Big mit den Reads des Todes und mit sehr gutem Feingefühl, wie sie die Banane einnehmen. Sehr schön gemacht. Also, stark gespielt. So, also 3D Max wird nochmal sparen. Mit ein paar Pistolen und einer Russen-AK arbeiten. So, und Big diesmal wieder ein bisschen aggressiver Richtung Banane unterwegs. Ich finde das mega nice, wie Big das spielt. In der Banane. Also es gibt so 3 Varianten, wie sie es bisher gespielt haben. Offensiv runtergehen. Viel, viel Utility einsetzen, nachträglich die Banane einnehmen oder es halt mega defensiv spielen. Das heißt, 3 Setups, die mit Santaris da bisher ganz gut funktioniert haben. So, und 3D Max sucht eine Lücke. So, aber da steht Gob B und Co. wieder bereit in der Mitte. Wieder bereit mit dem Support und wieder bereit mit 4 Spielern. So, und die versuchen jetzt einfach ihr Ding darunter zu spielen. So, es geht nach vorne. Santaris zieht mit rein. Und Santaris wird das Ganze hier zusammen einfach mit Tizian beenden. So, jetzt die Munition leer. Aber Gob B, der Sanitäter am Start. Also, hilft seinem Landsmann. Damit ist 11:3. Sehr, sehr eindeutige Partie bisher.
Na, für 3D Max sieht es hier auf Map Nummer 1 nicht gerade rosig aus. Also, für Big ein weiterer Weg in Richtung Sydney. So, ich habe gehört, Gob B wollte schon immer die Oper besuchen in Sydney. Das ist seine Chance. So, ich habe keine Ahnung, ob er die Oper besuchen will, aber es ist ein sehr schönes Gebäude von 1 Architektur her. Kappa. Ne, ist wirklich ein sehr schönes Gebäude. Ich durfte es mir schon anschauen. War wirklich schön. Ne, ist wirklich ein sehr schönes Gebäude. So, auf jeden Fall der Molotow hier gut getimed. Nochmal eine Smoke hinterher. Also 3D Max wird hier einfach nur gegen die Wand gespielt. Wirkt gerade wie so ein kleiner Klassenunterschied. Und dann hält hier Next einfach nur durch mit der Granate und der AUG. Und die Partie bewegt sich langsam auf ein sehr schnelles Ende zu. Also Big mit einer ordentlichen CT-Seite. Wie auch schon gestern super solide runtergespielt die CT-Hälfte. Das können sie auch hier am Tag 2 beweisen. Die sind ja zurzeit im Bootcamp unterwegs. Und zwar im Kinguin Leistungszentrum heißt das, glaube ich. Das ist in Warschau. So, und wer es noch nicht mitbekommen hat, es gibt Gerüchte, dass das nächste Major von der Star Ladder in Berlin ausgestattet wird. Ausgetragen wird. Ja, und natürlich auch ausgestattet wird für Valve. Nee, das wäre cool. Ein Major in Deutschland, und zwar in der Hauptstadt. Am besten einfach in der Mercedes-Benz Arena. Ist nicht so weit. Kann der Jitko hinfahren. Sind nur 40 Minuten. Läuft bei ihm. Danke, Valve. Danke. Danke, Starladder. Sehr schön. Ja, mal gucken, was dran ist. Wird wahrscheinlich einfach nach dem Major angekündigt, also da noch ein bisschen Geduld haben, aber meistens sind solche Reports doch eigentlich, ja, nah an der Wahrheit dran. Aber mal gucken, was 3D Max hier noch machen kann, weil die würden, glaube ich, eher erstmal nach Sydney fahren, bevor auf das Major nach Deutschland. So, und 3D Max steht bereit. Gut Equipment hat man auf jeden Fall gewählt und man versucht nach vorne zu kommen. So, Markerstein, passt auf. Erster Spieler fällt. Zweiter mit Jinx zusammen. Damit hat man die Kontrolle erstmal über kurz. Next versucht rauszukommen. Der ist natürlich super stark an der Glock unterwegs. Und der Spieler unten ist bekannt. Kriegt den Headshot. Gob B. Was hat der denn heute zu essen bekommen in Warschau? Der ist ja gerade komplett am Eskalieren, der Mann. Guck dir das an. 15 Kills bei Gob B. Dreimal gestorben. Unmöglich. Gerade. Gob B ist einfach nur die Hölle auf Erden, die da gerade rumrennt. Und er macht direkt weiter zusammen mit Next. So, und dann ist Antares, der die Runde beendet. 3 zu 13. So, und damit geht es weiter. Also Big ist hier direkt im Vorteil. Noch die Pistol Round sogar gewonnen. Und das sieht nicht gut aus für 3D Max. Das sieht nicht gut aus. So, Next direkt an der Krieg unterwegs. Steht bereit Richtung Banane. Versucht den Gegner jetzt auch so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Dieser Force Buy. Ist das hier machbar für 3D Max? So, der Schuss sitzt auf jeden Fall. Die 5-7 hat natürlich ordentlich Patronen im Magazin, um dagegen zu schießen. Da kann man zumindest Big ein bisschen eindämmen. Aber es geht zwischenzeitlich auch B drauf. So, kann Hachi nochmal zuschlagen. Hachi weiterhin dran, den Spot hier freizuhalten. Hachi unterwegs, zieht sich jetzt zurück, versucht nach hinten aufzupassen. Was eine Schelle! Dagegen Santaris, der kommt an eine Waffe ran. Und damit kämpft man jetzt einmal Richtung A und einmal Richtung B. Findet man hier Hachi. In der Mitte ist es immer noch Tapsen. Der versucht natürlich jetzt irgendwie zu seinem Mate Richtung B zu kommen. Entscheidet sich, über den Archway zu gehen. Aber Next passt auf und das war ein wichtiger Kill, dass man da zumindest irgendwie den Follow-Up-Kill oder den Refrag
der gegen Santares passiert ist, da irgendwie rächen kann. Damit ist nur noch David P. Also, der Mann aus Belgien kriegt Molotow vor die Füße geschmissen. Damit läuft der Tapsen genau in den Schuss rein. Das dauert ein bisschen, aber der Kill ist gesetzt. Und damit die Runde vorbei. 3 zu 14. Also. Es läuft auf jeden Fall bei Big. So, Tizian, 7 Kills. Naja, hat die Runde geholt. Reicht doch, oder? Ein Ace. Einmal glänzen auf dem Server. Einmal eine Runde holen und du hast für dein Team gespielt. Reicht doch. Gott B ist doch da. Der killt doch alles. Passt doch. Unser Antares. So. Das war frech. Das hat doch fast gereicht. 3 AP. Oh mein Gott. Warum? Sag mir das. Warum killt der Sus nicht? Auf die Distanz. Wenn man schon mit dem Ding trifft, soll es wenigstens reichen. Würde mich jetzt irgendwie Tilt machen. 3 AP bei Tizian. Glück gehabt. Man muss auch sagen, dass Tizian irgendwie überhaupt niemanden sieht bisher. Wenn, dann steht Santares und klaut ihm alle Frags, also soll jetzt auch kein Vorwurf sein, dass Tizian hier keine Performance bringt. Die hat er auf jeden Fall bewiesen, ne? Hat eine Runde geholt. So. Also, es geht nach vorne. 3D Max wird einfach safen gehen. Zumindest eine AK bekommen. Ist doch auch was wert. Mit Hachi und Devil nochmal mit den Pistolen. Das bringt sogar ein bisschen was, weil man könnte die Pistolen in der nächsten Runde auch nochmal einsetzen und könnte da Granaten und Kevlar drum kaufen. So, und damit kann Big Devil nochmal mit einer Waffe vielleicht. Jo, da gibt es nochmal eine AK. Ja, der wird Big nicht mehr auf die Jagd gehen. So geil ist das Geld jetzt auch nicht. Und Tizian auch nur mit 3 AP. So. Ja, natürlich für 3D Max das Beste, was sie machen können. Einfach diese eine Waffe durchbringen. Nochmal versuchen, vielleicht einen Exit-Track zu holen. Das hat ja auch dann wunderbar funktioniert. Und das sind 2 AKs, die man halt in der Runde einsetzen kann. Dadurch kann man auch ordentlich nachkaufen. Nochmal vielleicht für eine Overtime. Wer weiß, wer weiß. Also, auf jeden Fall die beste Alternative, die man treffen kann bei 3D Max, weil die nächste Runde hätten sie, oder die letzte Runde hätten sie sowieso nicht holen können. Dann lieber auf Nummer sicher gehen. Und damit geht es hier nochmal irgendwie um die Overtime. Wie auch immer sie das schaffen wollen. Big einfach zu stark in Halbzeit Nummer 1. Und sie können es jetzt hier mit Bravour abschließen. Aber auf jeden Fall das Equipment dafür, Tapsen an der AWP. 3D Max kann zumindest im Geld nochmal, oder beziehungsweise im Equipment nochmal auf einen Stand kommen mit Big. Gefühlt das erste Mal in der kompletten Partie. So, David P. steht auf Anti-Flash. So, faked so ein bisschen seine Position an mit einer Decoy. Naja, ob das funktioniert hat, das werden wir noch rausfinden. So, also Big. Kühlen Kopf bewahren, eine Runde holen und Map Nummer 1 nach Hause bringen. Und zwar die Runde, oder beziehungsweise die Map von 3D Max. Das wär's ja. Direkt den Pick vom Gegner gewinnen. Und das ist sehr dominant. Das dürfen wir nicht vergessen. Fünfer Devil, Gott B und der gewinnt das Duell. Ach, das gibt's doch nicht. Gott B heute sehr, sehr gut gefrühstückt. So, jetzt muss 3D Max natürlich überlegen, wie geht's nach vorne. Tapsen, passt in der Mitte auf. Das ist einfach immer ein Schritt vorwärts. Immer ein Schritt vor 3D Max, egal in welcher Situation. Hachi kann zumindest Gott B ausschalten. Letzter P abziehen. Hachi, nochmal. Reicht nicht ganz. Das ist ein bisschen zu viel für ihn. Und sie haben immer noch Tapsen da stehen, der direkt die komplette Flanke ausradieren kann. So, hört den Spieler, kann jetzt beide Richtung Mitte callen.
So möchte sich natürlich hier nicht verraten. So, das Timing hier nicht verpasst. Aber er müsste sich beeilen. Aber trotzdem, die Spieler sind gecallt. Nex muss einfach nur überlegen. Die Bombe liegt für Tapsen. Der muss sich keinen Stress machen. Der muss einfach nur hinterhergehen, auf Zeit spielen. Das gleiche gilt für Nex und das Ding ist durch. So, das wird hier die Entscheidung sein. Das wird 3D Max never ever gewinnen können. Das war's. Also GG, well played. Das war einfach sehr, sehr dominant von Big. Und damit kann man sich die erste Map hier ohne Probleme aufs Konto schreiben. GG, well played. Muss man einfach sagen, war eine super Partie vom Big Clan. Aber da muss man auch sagen, 3D Max in der ersten Hälfte, ja, irgendwie verloren gewirkt. Es waren sehr viele Runden dabei, wo ich gedacht habe, okay, was macht 3D Max da? Es wirkte echt nach einem Klassenunterschied. Also Tizian hat eine sehr leichte Runde bekommen, sein 5-Kader. Das war gut gegengehalten, aber sehr, sehr fahrlässig von 3D Max gespielt. Dann der ein oder andere Force bei, der sehr einzeln ausgespielt wurde. Also das hat mir persönlich bei 3D Max nicht gefallen. Trotz guter Leistung von Big muss man, einfach sagen, dass es Big in vielen Situationen sehr leicht auf dem Tablett serviert bekommen hat. Wie so ein Kanapé, hat Gob gefragt, ich hätte gerne ein Kanapé und ein Champagner, ne? Und dann gehen wir heim und nehmen die erste Map mit. So ist das im Leben, damit muss 3D Max jetzt natürlich versuchen aufzuholen. 1:0 steht es jetzt erstmal für Big. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder da und dann geht es weiter mit Map Nummer 2 und zwar das.